Streams momentan ohne Ende, hat heute Morgen schon wieder gestreamt. Und ja, werden auch wieder in Zukunft neue Projekte kommen. Bis dahin und auf Wiedersehen. So, dann bin ich auch schon wieder zurück. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 18 The Journey Hunter Returns. Der nächsten Dings. Hunter Returns, das ist immer noch das Motto, so der nächsten Teile. Ja, Hunter momentan verletzt. Wie geht's ihm? Was macht er? Wissen wir nicht. Erfahren wir hoffentlich noch. Jetzt erstmal Williams mit dem nächsten Spiel gegen Crystal Palace. Den Tabellen 15. So, ja, wir spielen wieder mit dem Team. Natürlich. Warum? Ach, so viel ist es nicht mehr. Ich sehe gerade den roten Balken. Müsste also noch eine Vorlage geben zum Gismator, dann sollten wir eigentlich fast sogar am Ende dann irgendwann noch mit Hunter gewinnen den IFL Cup. Wie viel ist es, glaube ich, plötzlich nicht mehr. Es dürfte vielleicht noch das Spiel sein und vielleicht noch eins. Dann müssten wir eigentlich gut. Dürften wir eigentlich fast gut sein mit diesem Kapitel. Und dann geht's auf Kapitel 6. Und so langsam an das Ende dieser Story. Ne? Was erwartet uns dann noch so? Naja, erstmal dieses Spiel hier spielt Williams. Pfosten, Pfosten, der erste Pfosten trifft. Oder der erste Ball landet am Pfosten. Leider noch kein Tor von Williams oder von Liverpool. Palace, die hat Hunter, glaube ich, noch damals im Alleingang abgeschossen. Da haben die 3-0 geführt in Liverpool. Und dann gab es wohl die fünfte von Hunter. Oder beziehungsweise. Kommen wir zu Liverpool. Und dann war Rage 5:3 Erfolg. Aber gut, mal gucken, ob es ähnlich heute läuft. Ja. Sieh hier, diese scheiß Luftfahrzeug. Ich will eigentlich gerne einen machen. Abseits. Can. Lalana. Williams! So, mal ein Versuch. Einfach mal draufhalten, aber Speroni hält den Ball hier. Souverän. Nichts sagen, es wäre nur James Milner. Komm, oder. Ja, Liverpool kriegt den gerade nicht geholt da. Wird Crystal Palace hier zum Angstgegner. Aber gut, wir müssen ja hier was noch reißen. Und der nächste Ball. Auf das Tor vom Keeper von Crystal Palace und wieder mit einer guten Parade. Ja, verhindert momentan so ein bisschen, dass hier irgendwas passiert. Aber mal gucken, wie so oft das passiert, wenn eine Mannschaft da das Tor nicht trifft. Irgendwann treffen sie doch. Abseits. Irgendwann treffen sie dann doch und dann brechen sowieso alle Dämme. Sehr oft, dass er dann noch ein zweites und drittes Tor schießt und dann hier sowieso alles vorbei. Aber okay, momentan steht es noch 0-0. Und. Noch ist alles offen für beide Seiten, aber mal hoffen, dass wir relativ schnell hier den Sack zumachen. Und da mit der Ansage, das 1:0 durch Danny Williams. Ja, seine Karriere war kurz vorm Scheitern. Jetzt scheint er sich wirklich mehr auf das Wichtigste zu konzentrieren. So was eigentlich, soll man es eigentlich sagen. Und ja, und wie läuft es gerade? Wie gesagt, wir hätten auch sagen können, okay, scheitern oder auch nicht. Ah, du Sackjunge! Ich hab mir so ein bisschen gut reingebracht in den Ball. Jetzt hat das ein einziges Luftfahrtturm, ich dieses noch machen hier in diesem Let's Play. Folge in irgendeinem Spiel. Einem an dieser Folge will ich es machen. Am besten mit Williams. Am besten mit Williams. Das wäre natürlich schön. Ah, der Ball. Muss er abschirmen. Ist aber kein Opfer, aber der Ball ist trotzdem drin. 2-0. 9,0 die Bewertung. Ja, gute 33 Minuten rum. Und man führt hier schon mal mit 2:0.
Danny Williams. Haben sie gut durchgesagt. Townsend. Ja, liegt Tottenham Spieler. Oder? Ich glaube, müsste man Tottenham gespielt haben. Einen einzigen Lupfer will ich da mal reinhauen. Einen Lupfer will ich dem irgendeinem Keeper dieser Premier League reinhauen. Das ist so mein persönliches Ziel. Williams. Du bist wie gesagt mit Williams. Ja, da war man versucht mehr. Schade, der war jetzt aber knapp drüber. Der war ein bisschen zu hoch angesetzt. Deutsch hinten in Liverpool. Deutscher Trainer. Einer der beiden Innenverteidiger deutsch, der Keeper deutsch. Also, Bartev ist eigentlich ja kamerunischer Nationalspieler, aber spricht auch hervorragendes Deutsch. Also von daher. Karius dabei noch. Ball. Ja, den hätte auch laufen lassen können. Also, der wäre ein bisschen. Wäre. Doch. Vielversprechend gewesen. War nicht gut verloren. Rennen. So. Der war nicht gut, Mann. Das war natürlich auch unnötige Fehlpässe. Okay, Pause. 0-2. Der Spiel stand. Ein bisschen anders. Nein, darüber sehe ich, was wie viele Folge ist. Da hat der Hunter ja noch gespielt und hat hier noch alles drauf gemacht. Jetzt muss Liverpool ohne Hunter auskommen. Frage, wie das komplette Let's Play, also für die komplette Journey. Kommt der irgendwann wieder oder kommt der irgendwann wieder zurück? Oder geht er zu Madrid? Fragen über Fragen. Eine habe ich auch noch. Ach, habe ich dann noch. Wie geht's mit ihm in Paris weiter nach seiner Verletzung? Ja. Noch ein bisschen was zu tun dann. Also wie gesagt, ein Kapitel haben wir ja noch. Das fünfte hier ist bald durch. Und dann dieser Ballverlust von Crystal Palace in der Vorwärtsbewegung. Klatsch. Dann macht man halt solche Tore. Jordan Henderson mit dem nächsten Treffer. Oh, warte. Da wird er mal gewechselt. 54. Minute, Henderson 3-0. Ich würde sagen, denke ich auch, dass dieses Ding hier mehr als entschieden ist. Und ja. Die nächsten drei Punkte waren dann aufs Liverpool-Konto. Und der nächste Angriff läuft. Sehe Liverpool. Aber der Ball kommt nicht an. Doch, vielleicht doch, vielleicht doch. Nochmal der Einwurf. Was hat er denn jetzt noch Anweisungen? 9,3 haben wir nicht. Ah, wir haben noch einen Tor gemacht. Wir müssen das Spiel gewinnen. Klar. Dann haben wir die Vorgabe vom Trainer erreicht. Ah, hat er gut abgelaufen, ja. Hat er gut abgelaufen, den Ball. Ja, nicht. Hahaha, dann spielt man so ein Ding nochmal eben. Weltklasse rausgewählt. 4-0. Danny Berger mit dem nächsten Treffer. Ah, das muss ich mir nochmal angucken, diese. Wechsel Liverpool nochmal. Milner raus und der Este Klavan, ehemaliger Augsburger, darf auch noch ein paar Minuten spielen, wird jetzt eingewechselt. Ja, einer der wenigen Spieler aus diesem kleinen Land, die tatsächlich ist auch groß international gepackt haben. Ich spreche tatsächlich sogar ein bisschen Estnisch. Mal so nebenbei. Ich habe es angefangen ein bisschen zu lernen. Aber hab's dann irgendwann aufgegeben, weil die Grammatik dann wieder so schwer wurde auf einmal. Und allein sich zu motivieren, da das mal zu lernen. Und da ist das! Lupfertor! Ich hab mir gesagt, der Ehrgeiz trifft. Und Williams sowieso.
Hab's dann irgendwann mal so angefangen zu lernen. Also ich kann so ein bisschen wie Hallo, wie geht's, was machst du? Mir geht's gut. Hallo, guten Morgen, gute Nacht und so. Das sind so Sachen, die ich kann, aber hier wollte ich jetzt tatsächlich nicht. Gut, wenn ihr nachfragen wollt, wenn ihr was mal verhören wollt, kann ich es euch tatsächlich dann immer mal schreiben, aber ich spreche lieber Deutsch in diesem Gespräch. Gut. Aber es hat auch damit zu tun gehabt, dass ich teilweise wirklich Musik auch aus Estland gehört habe. Also wirklich Musik mit der, in der estnischen Sprache. Ich finde die Sprache einfach cool. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe ein bisschen Musik, versuche irgendwann mal die Sprache zu lernen, aber es wird dann halt ein bisschen. Ich würde auch gerne mal hin. Also ich kenne tatsächlich Leute, die wir da waren, unter anderem halt auch die Rebbi und die Ani, die waren so ein bisschen beide da, schon mal da. Ja, müssen wir mal gucken, was. Aber ich will den Weg auch nochmal machen. Schade, aber es geht noch ein bisschen zu weit raus vom Tor. Wieder 5 Tore gegen Crystal und gegen Palace und ja. Weil sie selber mit Stand jetzt noch keinem Tor. Gut, Bunny. Zerwahl, Wijnaldum. Ah, Fehlpass. Ich dachte, ich krieg mich noch ein bisschen durchkombinieren noch. Ah, komm, Schiri, darf es auch gerne irgendwann mal abpfeifen. Was gibt da hier? Ah, für mich glaube ich den Freistoß. Ja, oh, das ist richtig. Kein brutales Foul, keine Karte oder sowas, aber. Und da ist der nächste Treffer, William. 6 zu 0. Yes, Baby. Zu 0 für Liverpool. Ah, verdammt. Komm. Der kommt auch noch mal weit, weit weg. Das war's. 6 zu 0 gewinnen wir bei Crystal Palace. Ah, im Spiel waren es 8. Diesmal sind es 6 Tore. Im Spiel war so ein bisschen was verteilt. Hier ist es klar. 5 Tore, Williams. Kann man so mal eben hinlegen. Macht der Williams gerade den Hunter so ein bisschen vergessen. Meine 10. Saison, oder? 2-3 Abhack schon. Ja, läuft. Läuft, läuft. Jetzt spiel auch schon. Gegen Arsenal auch. Ja, Danny Williams, der muss mit seinem Hitzkopf mal wieder ein bisschen runterkommen. So, faire Zweikämpfe. Bisschen Training, glaube ich, jetzt dürfen wir wieder machen. Ich will schon irgendwie langsam auch mal Richtung Ende kommen. Also, ich will einfach wissen, wie die Geschichte ausgeht, ne? Ob noch kommt oder nicht. Bitte nicht spoilern, falls ihr irgendwas habt. Jo, wir könnten ja zumindest. Wir könnten wieder. Überhaupt schon. Ist ja oben aus. Die Rückstand sind 11 Punkte auf United. Es sind immerhin noch 13 Spiele. Also, es ist noch eine ganze. Noch eine gut was zu tun. Aber ja. Es sind noch 13 Spiele. Also, von daher. 11 Punkte. Je nachdem, wie das noch so läuft, die nächste Saison, oder die im Laufe dieser Saison, könnte man zumindest mal irgendwann in die Richtung träumen, ne? 3 Punkte hinter City, 9 hinter Chelsea, 11 hinter United. Wenn man United im Hinspiel direkt im Duell schlagen sind, auch nun wären es nur noch 8 Punkte. Also, ja, es ist noch ein bisschen zu tun, aber it wird. So.
Machen wir ein bisschen Training. Training, 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 Junge. Good news, gentlemen. You got the day off. I'm having a laugh. We're training hard. Wir dürfen Training. Gut. El Rondo. Ja, hier heißt es schön passen, passen, passen. Aber jetzt mit schnellen Pässen. Zack, zack, zack. Zwei. Ist ja wenig. Ist eigentlich das nichts gute klassische Schweinchen in der Mitte. Ah, verdammt, wartet. So, ich quatsche gerade weniger, weil ich mich ein bisschen konzentrieren muss. Wir haben schon auf Exzellent. Ah, diesmal haben wir A. Was haben wir denn hier? Flachpass. Aha, dürfen wir Flachpässe spielen? Ah, jetzt gegen den Verteidiger noch. Oh, Pfosten. Oh. Kleiner Bug, oder was? Haha, ihr seht's gerade selber. Oh. Oh, das hat mir leider genau die Zeit gekostet. Das war jetzt natürlich ein bisschen doof. Das hat mir tatsächlich die Zeit gekostet. Ich hoffe, dass das jetzt nicht nochmal kommt. Tausend. Dreitausend. Naja, trotzdem mal. Wunderbar. Ja, wie gesagt, war mal lustig. Ein kleiner Bug, dass da auf einmal Bälle gespammt sind. Passiert. Egal, wir haben es trotzdem geschafft. Gut. Das. That's all for today, lads. Get some rest tonight. Genau, wie der Trainer schon sagt, das war es, glaube ich, schon wieder für heute. Oder kommt da noch jetzt gerade so ein kleiner Clip, ein kleines Video? Anscheinend viele Videos gerade momentan. Finde ich die immer am interessantesten. Das nächste Spiel ist gegen den Tabellenletzten aus Huddersfield, aber das. Erwartet, machen wir natürlich morgen. Das Trainer hat eben gesagt, das war's für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn nicht, schade. Ja, konstruktive Kritik ist natürlich immer willkommen. Wie gesagt, solange man mich nicht angreift, ist das vollkommen okay. Ja, wir machen jetzt, oder ich mache jetzt eine kleine Pause und wir sehen uns morgen wieder mit dem Spiel gegen Huddersfield. Ne? Bis dahin und auf Wiedersehen. Und wie gesagt, wenn ihr neu dabei seid, abonniert, dann. Verpasst ihr auch null. Bis dahin. Ciao, ciao.